Hallo, liebe Leute! Hey, hey! Heute kommen wir zum Thema als Paar auf Weltreise. Wir wurden oft von unseren Freunden und von unserer Familie gefragt, wie das denn so ist, die ganze Zeit zusammen abzuhängen. Genau, und darum soll es in dem heutigen Video gehen. Film ab! Hast du weh gemacht? Erst sei gesagt, dass mit der Weltreise ein Traum für uns beide in Erfüllung gegangen ist. Aber ob das auch ein Traum ist, als Paar auf Weltreise zu sein, das seht ihr am Ende dieses Videos. Wir haben ein paar Vor- und Nachteile für euch vorbereitet. Und dann kommen wir doch schon mal zum ersten Punkt. Und zwar Vorteil. Man hat immer jemanden zum Reden und man fühlt sich nie allein. Das sieht so aus. Jetzt mal ein Nachteil, ganz unter uns. Man kann sich allerdings auch schlecht aus dem Weg gehen, wenn man mal ein bisschen Zeit für sich haben möchte, weil man ist ja 24/7 zusammen. Aber man ist ja dann doch gern zusammen. Und dann hat man auch immer jemanden zum Knuddeln da. Ja, auch wenn das Kuscheln super schön ist, hat man manchmal Meinungsverschiedenheiten. So, gleich gibt's Feuer. Schatz. Ja? Ich hab keine Lust mehr zu zelten. Wichtig ist es auf jeden Fall nicht lange zu schmollen, sondern wieder einfach sich aufzuraffen und ja, zusammen sich für neue Sachen zu motivieren. Komm, 10 Stück. So, da wir aber nicht alleine auf Weltreise sind, sondern zu zweit, kann man auch nicht immer sein eigenes Ding machen. Warte nicht so schnell! Aber das Wichtigste auf dieser Reise ist, wenn man merkt, dass man immer zusammen gerne Spaß hat und viel lacht, dann ist es auch der richtige Weg, zusammen zu reisen. Jetzt nochmal 3 Tipps im Schnelldurchlauf, wie es als Paar auf Weltreise klappen könnte. Auf jeden Fall nicht lange schmollen. Mm-mm, geht gar nicht. Gut kommunizieren. Sag, was du willst und was du nicht willst. Und sich selbst zurücknehmen können. Mm-hmm. Und es gibt ein afrikanisches Sprichwort, was ich sehr toll finde. Willst du weit gehen, geh zu zweit. Willst du schnell gehen, geh alleine. Teilt uns doch eure Erlebnisse mit, wie ihr so eure... Ja, wie ihr euch so auf Weltreise gefühlt habt. Als Pärchen oder vielleicht auch alleine, was für euch mehr in den Sinn kommt oder was für euch mehr, was zu euch mehr passt. Wir würden uns freuen, einfach mal so ein paar Berichte zu lesen. Unser Fazit auf Weltreise: Verstehen wir uns? Ja, auf jeden Fall verstehen wir uns. Wenn dir das hier geschmeckt hat und du mehr von uns sehen willst, ja, dann. Lasst uns einen Daumen da nach oben, abonniert unseren Kanal. Ja. Und da gibt es doch jetzt noch so eine dritte Sache, oder? Dass man nichts verpasst. Was war das nochmal? Lass die Glocken läuten. So, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Hey, mein Essen. Ha ha ha!
haben wir alle. Ah, nee, wir haben noch die Kochszene.